Grüß euch von Team Gerecht Innsbruck. Heute sind wir in Pradl, genauer gesagt in der Siegmeierstraße. Und da sind wir jetzt angerufen worden von Apostenanrainern, die gesagt haben, stellt euch vor, wir haben da unsere Parkplätze seit Jahrzehnten, die wir benutzen können, für die wir auch Anwohnerparkhalten bezahlen. Und jetzt auf einmal ist da gestern die Polizei vorbeikommen und hat alle gestraft. Wir haben jetzt da die Renate, die hat erzählen, wie es ja passiert ist. Hallo Gerhard. Servus, grüß dich. Gerne. Dass du uns da hilfst, gell? Gestern haben wir da die ganze Straße einen Strafzettel gekriegt. Anscheinend ein gerechtfertiges Parkverbot war da, was mir eigentlich unerklärlich ist, weil wir zahlen Anwohnerparkkarten, wir haben unsere Gebühren bezahlt und jetzt darf man vor allem dafür zahlen müssen. Ich zahle seit 2005 bin ich da und weißt du, was das Interessante noch ist, dass nicht die Wachstuben Pradl gekommen ist, sondern die Verkehrsinspektion von der Tempelstraße. Ja, das ist mir völlig, völlig unerklärlich. Ich meine, die hatten normal andere Sachen zu tun. Wenn wir schauen, wie es in Innsbruck teilweise zugeht, gerade in den Abendstunden, da hatten sie eigentlich andere Sachen zu tun, als wie da unbescholtene Bürger, die noch dazu für einen Parkplatz mit der Anwohnerparkkarte zahlen, straffen. Also ich kann dir nur raten und auch allen denen kannst du erzählen, die das auch gekriegt haben, das nicht einzuzahlen, beschreit jetzt da den Rechtsweg. Ich glaube, da schauen die Chancen nicht so schlecht, weil es kann nicht sein, dass man einfach willkürlich da nach Jahrzehnten, wo alles passt hat, da Strafzettel hat. Macht es? Ja, wenn wir machen und wenn wir vielleicht sogar eine Sammelklage machen. Ja, das weiß ich nicht. Ich darf das jetzt einmal nicht einzahlen und schauen, wie es weitergeht. Auf alle Fälle, ich glaube, das ist ungerechtfertigt und darf da praktisch den Rechtsweg beschreiben. Ja, wenn wir machen, wenn wir weiterleiten. Danke. Macht es so, gell? Danke. Danke nachher. Servus Innsbruck, Servus Tirol. Danke. Grüß euch, servus, kleiner Nachtrag. Wir sind jetzt noch einmal in der Siegmeierstraße, aber weiter südlich. Die Straße ist da genauso gleich breit, als wieder drunten gewesen ist. Da haben sie allerdings strichlierte Linien angebracht. Und da sind die Autofahrer nicht gestraft worden. Das heißt, man kann es nicht begründen mit dem, dass die Straße zu wenig breit ist da unten, weil da ist sie gleich breit und da dürfen sie stehen. Also müsste man praktisch so eine Markierung anbringen oder sich was anderes einfallen lassen, dass die Leute da nicht gestraft werden. Macht es gut, servus.